Natürliche Materialien oder lieber moderner Look? Wenn es nach den Vorstellungen von Wohntextildesignern geht, liegt gerade in der Kombination dieser beiden Trendthemen ein ganz besonderer Reiz. Ob Gardinen, Tapeten oder Möbelstoffe, das Wohndesign schaut im Jahr 2014 zurück und in die Zukunft. Wir schauen hier auf zwei simultane Triebfedern für Innovationen. Progress betrachtet Wissenschaft und Technologie als Antrieb für Design und Innovation. Den anderen nennen wir Revive. Dieser Trend schaut zurück in die Vergangenheit, auf das Wissen, Geschichte, kulturelles Erbe und wie wir das alles wiederbeleben können. Zum Beispiel haben wir hier eine Tapete aus Vogelfedern. Es geht also um die luxuriöse Unregelmäßigkeit des von Tieren inspirierten Materials. Beim gegenüberstehenden Trend Progress sollen innovative Materialien und Technologien den Räumen einen individuellen Touch verleihen. Hier haben wir ein knetartiges Material. Das kann man als Oberfläche eines Tisches oder einer Wand bearbeiten. Wir haben hier ebenfalls Fabrikate, die mithilfe digitaler Druckprozesse hergestellt wurden. Designer stellen die Muster in Handarbeit her, scannen sie ein und manipulieren sie, um sie dann auszudrucken. Es geht vor allem um die Interaktion zwischen Handarbeit und Digitalem. Auf der Heimtextil in Frankfurt zeigen die Hersteller von Wohn- und Objekttextilien, wie diese Trends das Wohnen von morgen verändern sollen. Die positiv gestimmten Aussteller zeigen, dass die Branche trotz der durchwachsenen Konjunktur in Europa durchaus optimistisch in die Zukunft blicken kann. Generell sieht es ganz gut aus. 2013 war nicht ganz so einfach. Die ersten 9 Monate waren von leichten Umsatzrückgängen geprägt, sowohl in Deutschland als auch in Europa. Aber wir blicken optimistisch in das Jahr 2014. Es gibt einige Indikatoren, die dafür sprechen, dass die Wohn- und Heimtextilbranche in 2014 einen Aufschwung erleben wird. Dafür sorgen auch innovative Konzepte wie diese Videowand, bei dem der Benutzer sein Design nach eigenem Belieben gestalten kann. Mit dem entsprechenden Aufschwung natürlich.